Meine Guys, meine Girls, ich heiße euch wieder herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Overlord 2 und ich hab's doch gewusst, dass wir das Objekt sehr wohl erreichen können. Oder egal, was die blauen Schergen da jetzt angekreuzt haben. Egal, das passt schon. Ihr kommt nochmal zurück und ihr checkt nochmal schön die letzte Folge oben rechts aus. Das ist ein Befehl des Overlords. So, genau. Ich möchte euch leiten. Und dann passt das schon. Oh, nice, dass die Kamera mitgeht. Finde ich sehr freundlich. Dankeschön. So, und schon haben sie es abgegravelt. Und sie sollen es mal herbringen. War ja in der Nähe ein Turmportal allerdings? Das weiß ich jetzt nicht. Ich folge denen einfach mal, okay? Mal gucken, wo sie uns hinführen. Ja, die letzten Parts, die waren sehr Thementalk-lastig. Ja, ich habe ein paar Themen angequatscht, ein paar Themen besprochen und habe viel mal so auch über mich mal erzählt. Ja, etwas, was es auf diesem Kanal noch fast gar nicht gab. Ja, okay, ich übertreibe jetzt ein bisschen mit fast gar nicht, aber auf jeden Fall halt, dass ich selten mache auf diesem Kanal hier. Einfach, weil ich normalerweise ein sehr zurückhaltender, schüchterner Typ bin, der hier einfach seine Mini-YouTube-Karriere macht und gut ist. Und ja, da gibt es halt nicht wirklich so einen Grund, irgendwie was groß zu erzählen. Und ich bin da auch eigentlich immer einer, der so sagt von wegen, ja, wenn die Zuschauer was wissen wollen, sollen sie doch fragen, wenn sie sich für interessieren. Und dann sollen sie doch das einfach mal machen an der Stelle. Und nicht irgendwie ich von mir aus, sondern sie sollen fragen, wenn sie sich für etwas interessieren. Ja, ich weiß, das ist nicht gerade der richtige Weg, um seine Introvertiertheit irgendwie wegzuwischen. Aber hey, was soll's? Ich mach doch nicht umsonst YouTube. So, Objekt ist begehrt. Noch mehr wunderbare Gesundheit für euch, Lord. Man kann nie zu gesund sein. Ja, und man kann sich nie oft genug Gesundheit wünschen. Auch wie ich im letzten Part genossen habe. Was sagt ihr eigentlich? Sagt ihr, ihr habt genossen oder ihr habt genießt? Und dann, diese Wörter sind auch so schön mehrbedeutig, ne? Man kann nämlich schön sagen, genossen, Kamerad. Ja, Genosse, Kamerad. Oder man kann halt auch so schön sagen, von wegen, ja, genießt, im Sinne von genießt euren Urlaub oder, ja, weiß was ich was alles, so. Ich mache das hier jetzt auch schön mit dem Leiten und dann passt es schon. Ihr macht das schon, meine blauen Schergen, ey. Wie mächtig die einfach sind, ne? Dass die diese blaue Sülze da wegmachen können, die müssen einfach durchlaufen. Schon sehr mächtig. Und das Dorf hier einfach so, what the hell? Ich meine, die sind hier eh schon so gut wie tot, also. Hat mich jetzt auch nicht sonderlich interessiert. Und wieder habe ich irgendwo einen Schergen verloren. Irgendwie schaffe ich das in letzter Zeit sehr oft. Oh, ach so. Meister, was soll ich tun? Was machst du da? Dance Challenge oder was? Uno, dos, tres, cuatro. Oder wie, oder was? Ist doch so lustig, wie da mein Mikrofonrädchen da immer aufleuchtet, wenn ich jetzt sowas mache wie... Hab mal kurz rübergeblickt. Sah lustig aus. Ah, wie passend, meine Plattform. Dass du genau in diesem Moment wieder vorbeikommst. Sehr freundlich. So, das mit der fliegenden Plattform ist zwar geil und so, aber ja, es dauert und naja, man kann sich nicht bewegen. Oh, ich hoffe, ich kann noch mehr von der eigentlichen Turmruine erkunden. Das würde mich eigentlich am meisten hypen hier. Ja, das mit dem Dorf hat mich völlig aus dem Hocker gehauen jetzt, aber ich hoffe doch mal, dass wir noch etwas von dem Turm des alten Overlords entdecken. Aha! Automatisch gespeichert. Ah ja, hier können wir uns aufrüsten, wenn wir wollen. Ja doch, das passt. Wobei, nee, ich wähle meine Roten aus, dass ich die sofort in eine Gruppe zusammenführen kann. Und wenn jetzt hier Halblinge wohnen, ne? Das wäre jetzt richtig krass. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es stirbt jetzt auf jeden Fall. Und die Mumien aus Overlord 1. Sind auch wieder da. Oh mein Gott. Stirb, stirb, stirb. Zack. So. Kommt mal nach vorne, meine Roten. Ah! Oh, schnell. Alter, was ist hier denn los?
Okay, blauen Schergen, ihr formt auch mal eine Gruppe. Und der Rest kämpft. So, und ich würde einfach sagen, Schergen wieder verstärken. Zack. Und dann nochmal irgendein Schergen. Okay, geht gerade nicht. Wieso geht das nicht? Ah, ich kann nicht alle. Ich kann nicht zwei Zauber auf einmal verwenden. Ah, das ergibt Sinn. Funktioniert das wie bei den Halblingen? Wenn wir die Häuser einstürzen, dann war's das. So, die Blauen sind gut am Rescuen. Das freut mich. Wollte gerade sagen, wieso geht mein Zauber nicht? Aber jetzt verstehe ich das Ganze. Und zack, gib mir Magie. Jawohl, ist schön. So, alle neu versammeln. So macht das brav. So, aber da steigt Dunst auf. Das ist für mich das obligatorische Zeichen von wegen. Das war's. Da kommt nichts mehr raus. Die Raucher, ey. Übertreiben sie es mal wieder. Hört auf zu paffen. So, hier geht's nicht durch. Aber da hinten habe ich auch wieder ein Schergen-Upgrade entdeckt. Also hier gibt's extrem viele Objekte. Und 40 Schergen. Heiliges Hackfleisch. Das nenne ich mal ein Upgrade. Na dann... Sammelt meine Schergen, Freunde. Jawohl. Und hier ist noch ein Turmfragment. Ach, ist das geil, Witter. So muss das sein. Igelkristall. Her mit den ganzen Schätzen. So muss das sein. So, nicht zu weit vorausgehen, ja? Sich immer noch unter Kontrolle halten, auch wenn man unbedingt hier alles zerstören, Alva töten Horde möchte. Hat sich vergrößert, Herr. Ihr seid wahrlich ein großer, mächtiger Overlord. Dankeschön, Gnar. Das wollte ich hören. So. Dann hole ich noch einen blauen. Noch mehr braune auf jeden Fall. Da habe ich jetzt 16. Alter, 40 Schergen. Ich glaube, so viel hat man noch nicht mal in Overlord 1 halten können. Das ist halt schon insane. Maximal 40. Das ist mal eine Zahl, ey. Guckt's euch an, meine Armada. Oh, yes, baby. Ich frage mich echt, ob es bis 50 hochgeht. Das wäre insane. Das wäre richtig insane. Oder wie man auf so schön Deutsch sagen könnte, in Sahne. Oh, da ist noch eine Schatztruhe. Lootet. Oh, ich brauche aber langsam echt mal mehr Schätze hier. Amethysten und so weiter. Oh, was ist da vorne? Sind das Elfen? Was ist denn hier los? Erklärung bitte. Was ist das da oben? Ich habe keine Ahnung, was das soll. Und vor allen Dingen, was haben die hier verloren, die Kaiserlichen? Verstehe ich nicht. Hä, wie aktiviere ich nochmal den Zauber? Ich dachte so und dann... Wie mache ich das? Ah, mit der Taste. Los. Zack. Nein. Und zack. So. Jawohl. Haben wir den Zauber doch auch mal ausgenutzt. So. Zeit, Höflichkeiten auszutauschen. Nicht, dass ich euch etwas Höfliches zu sagen hätte. Nö, ich habe auch nichts Höfliches zu sagen. Oh. Eine große Streitmacht des Kaiserreichs ist hierher unterwegs. Königin Fea schickt mich, um euch, gegen mein besseres Wissen, einen Waffenstillstand anzubieten, wenn ihr mit mir in das letzte Heiligtum kommt. Oh, okay. Ja? Nee, da bin ich jetzt sogar mal einverstanden. Ich wollte dich gerade zerschnetzeln, aber als ich das Wort Heiligtum gehört habe, das sehe ich mich sofort. Wer bist du, wenn ich mich fragen darf? Und wieso bist du so komisch gekleidet, ey? Guck mal, auch der hat hier schön Greenpeace-technisch oder irgendwelche schrillen Klamotten an. Die Dame kennen wir doch. Was soll es hier denn los? Ich freue mich nicht, euch wiederzusehen. Aber wie es scheint, haben wir einen gemeinsamen Feind. Einen erbarmungslosen und mächtigen Feind. Und der da wäre? Ich meine Solarius Kaiserreich. Oh, echt? Keiner von uns beiden kann seine Streitmacht allein bekämpfen. Oh, gleich bietet sie euch ihre Freundschaft an. Aber zusammen haben wir eine Chance. Ich wusste es. Oha. Niemand bietet einem jede Freundschaft an, solange er im Reichtum schwimmt. Ich weiß, wonach ihr in dieser Region sucht. Wenn ihr euch mit mir zusammentut, wird euch mein Leutnant Florian helfen. Florian. Der Flo, hallo. Hilfe bei der Suche nach den Turmherzfragmenten wäre gut. Und anschließend können wir ihn immer noch töten. Genau, Gnar, du sagst es. Aber komm,
Ein bisschen Waffenstillstand ist doch auch gut. Und solange sie mir aushelfen, passt das doch. Achso, Moment. Muss ich die bei... Wie greife ich das an? Ah, halt, ich muss wieder zurück. Okay, hier kann ich noch nicht durch. Sondern ich muss erstmal wieder zurückkehren. Die Musik ist so schön, ne? Allgemein hier, die Pflanzenwelt. Wenn ich mich jetzt hier zum Beispiel das mal angucke hier. Wie das aussieht. Was ist das für eine komische... Ach, von da oben kann man wieder runterrutschen. Wie schön das aussieht, ey. Magische Bäume. Sieht aber wirklich geil aus. Muss man mal sagen. Folgt mir, Geißel der Natur. Gehen wir. Ja, mein lieber Flo, das machen wir. Sowas aber auch auf einmal so freundlich, ne? Macht da das Heiligtum kaputt und vernichten alles und jetzt auf einmal... Oh, wir haben einen gemeinsamen Feinden? Ja, nee, jetzt sind wir auf einmal Freunde. Die restlichen Fragmente sind hinter diesem Tor. Ich öffne es für euch. Aber wehe, ihr beansprucht die Fragmente für euch, weil dann setzt's was, damit es klar ist. Yay, yeah, ich hab das Tor geöffnet. Woo! Juhu! Wow. Wow, was zur Hölle? Was zur Hölle war das denn gerade? Da ist einfach was gespawnt. Kommt schon, wir wissen doch, wie gut ihr Dinge zerstören könnt. Ja, ich war gerade nur sehr überrascht, dass ihr plötzlich... Kommt schon, wir wissen doch, wie gut ihr Dinge zerstören könnt. Wo zur Hölle kam das plötzlich her? Ah, der Flo kommt mit. Der Flo kommt mit. Finde ich geil. So, Flo, bist du dabei? Oh, das sind zwei Lebensseelen. Hol sie mir! Genau, das darf ich nicht vergessen, dass wir die blauen nicht nur jetzt hier diese blaue Grütze entfernen können, sondern sie können ja den Täuschungsversuch machen. So, und hier ist jetzt so ein richtiges Meer. Okay. Dann würde ich einfach mal sagen, führen wir jetzt euch mal so in der Gruppe. Nicht das anvisieren. Oh, passt auf. Ah, das klappt nicht so gut. Das klappt nicht so gut. Ich habe Angst, dass sich gleich die verwandeln werden. Habe ich jetzt halt echt Angst, dass da jederzeit was passieren könnte. Könnt ihr nicht irgendwie... Reicht es nicht einfach, wenn ihr vor mir lauft? Das könnte eventuell auch klappen, wenn wir einfach langsam uns fortbewegen. Ich glaube, so geht es tatsächlich am besten. Der Florian wartet einfach da oben. Finde ich okay. So, da ist noch ein weiteres Turmfragment. Ah ne, da ist er runtergejumpt. Mensch, so agil wie du wäre ich auch mal gerne. Alter Schwede. Ein gesamtes Feld voll mit dieser blauen Grütze. Aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die schönen Turmfragmente. Ich glaube, ich kann mich schon schneller fortbewegen, aber... Naja, trotzdem, ne? Ihr wisst es schon. So, bam. 5 von 12. Bald ist die Hälfte geschafft. Oh, sag jetzt nicht, ich brauche hier die Grünen. Oh no. So. Ah, der Zauber springt. Scheusal! Warum selbst arbeiten, wenn man die Elfen alles erledigen lassen kann? Oh ja, das stimmt. So. Oh Gott, das ist ein bisschen scary hier. Muss man sagen. So, da oben winkt uns zu. Hallo! Nee, was ist jetzt hier? Kann ich hier gefahrlos entlang? Lass mich hier gefahrlos entlang. Nein, okay. Ich brauche die Grünen. God damn it. Okay. Ich glaube, ich kann mich hier schon ein bisschen schneller fortbewegen. Wo geht's denn hier entlang? Oh, da ist ein Igelkristall. Einfach so. Nice. Sehr schön. Ich brauche ja sämtliche Schätze, die es gibt. Okay, vielleicht findet sich ja mit der Zeit hier noch ein grünes Schergenportal. Ich hoffe es mal. Oder Karte, was sagst du? Boah, das ist halt echt ein Riesenfeld. Nee, es sind nur blaue Schergenportale. Oh Mann. Ist hier noch was? Nee. Okay, ich glaube, ich kann mich hier auch normal entlang bewegen. Ja, sieht so aus. Was ist hier? Immer schön die Ecken abchecken. Genau, für extra Gold und so weiter. Da hinten ist noch ein Turmfragment. Aber ich brauche grüne Schergen. Und hier sind ein paar Säulenstrukturen von dem alten Turm. Kommen wir jetzt der Sache näher? Ja gut, gehen wir mal hier entlang. Guck mal kurz einer, was da ist. Hier war jetzt nichts. Okay.
Aber da vorne ist noch ein blaues Schergennest. Das ist mir egal. Hier müssen die Roten wieder ran. Aber wie... wie mache ich das jetzt? Okay, ich sehe, glaube ich, schon, wie das gemacht ist. Es geht bestimmt wieder anders besser, aber... ich kenne das jetzt nur so. So. Und dann... boah, muss ich mich irgendwie ein bisschen vorsichtig da vorbei manövrieren. So. Und jetzt können die Roten mit ein bisschen besserer Führung das Ding grabben und mir bringen. Ah, schön, wie hier das Zusammenspiel jetzt geprobt wird. Finde ich immer ganz geil. Muss ich sagen. Okay, so. Die blauen Schergen sind jetzt wieder dran. Davon ist direkt noch ein Turmfragment. Das gönne ich mir mal gleich. So. Oh, wie schön das aussieht, ne? Hey, hier, Scheusal! Ja. Warum selbst arbeiten? Ach so, jetzt kommt wieder der... die Voice-Line. Ja, alles bekannt. So. Hier ist etwas. Feines Elfenhündchen. Wo, hier ist etwas. Ach so. Ja, ein Katalysator. Oh, krass. Und das hier ist wohl noch übrig geblieben. Von dem Turm. Das kann man ja fast nicht wiedererkennen. Nein. Scheiße. Okay, ich muss jetzt irgendwie so kämpfen. Oh Gott. Schnell zurück. Und schnell, besiegt es. Ah. Oh, holy shit. Habe ich gerade ein Massaker verursacht. So, habt ihr irgendwie Heilung oder sowas für mich? Das wäre ganz nice. Boah. Das ist also die alte Turmruine. Man kann hier echt überhaupt nichts mehr wiedererkennen. Insane. Was machst du da hinten? Oh, dammit. Okay. So, sehr schön. Aber das Magieschwert ist nice. Weil wirklich, dass man immer Magie zurückgewinnt, sobald man da was erfolgreich geschlagen hat, ist schon richtig useful. Aber ich würde trotzdem so zum Finale hin dann doch schon ganz gerne noch ein anderes Schwert haben. Dieser apokalyptische Tod und so. Und was ist hier? Sind hier Knochen am Boden? Nee, da bitte alle, wenn es geht. Einfach mal ganz kurz, dass ihr mal kurz beiseite seid, dass ich hier die Details genießen kann. Man kann halt echt nichts mehr wiedererkennen. Aber ja, hier sind tatsächlich Knochen. Wer zur Hölle ist hier gestorben? Ja, nix. Ja. So, komm mal her. Genau, so. Und hier ein alter Aufgang damals noch vom Turm. Oh, ist das geil, hier wieder zu sein. Und hier der Katalysator. Ah, aber wir können nicht alles erkunden von dem Turm. Ah, ich verstehe, okay. So, aber nice to have another Katalysator hier. Sehr schön. Es ist halt nur die Frage, wohin bringen wir das jetzt? So, das hat er also gemeint mit, hier ist etwas. So, das Gute ist ja, genau, ich habe hier die blauen Schergen ausgewählt. Das bedeutet, die können hier ganz gefahrlos entlang stolzieren, als würde es hier nichts geben. So. Hier ist etwas. Wo? Feines Elfenhündchen. Okay. Schnell Schergen verstärken. Oh Gott. Alter, ist das gemein. Boah, ist das fies gewesen. Ah, Hilfe, automatisch gespeichert. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Alter, ist das gemein. Ja, cool. Was für Dinge einfach so herumliegen? Ja, finde ich auch. Ich habe ein bisschen Stress. Alter. Wow. Okay, das ist schon schwer hier. Das ist schon schwer. Holy shit. Oh nein. Und es werden sich nochmal verwandeln, oder? Ja. Schnell, mehr Magie. Jawohl. Los, meine Roten. Jawohl. Oh, ich bin euch so dankbar, ey. Die Roten sind meine Lebensretter. Boah, es ist so gemein hier zu kämpfen, ey. Das ist richtig fies.
Aber hier ist ein Turmportal. Oh, thank God. Das könnte ich jetzt sehr gut gebrauchen. So. Wie viele Schergen habe ich hier? Oh, ich habe einiges verloren. So. Ich brauche grüne Schergen. Ja, mit dem Anvisieren immer, ne? So. Grüne Schergen. Her mit euch. Irgendwo da hinten war das Turmfragment, ne? Bin mir gerade nicht mehr sicher. Das möchte ich noch holen und dann geht auch dieser Part zu Ende. Ja, genau, da war's. Da muss ich entlang. Boah, das war gemein. Oh, 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 ich muss ein bisschen... Ah, doch, ich verliere ein bisschen Leben. Habt ihr das gesehen? So. Dann, meine Grünen, rein mit euch. Holt euch das Ding und dann kommt wieder her. Thank you very much. 10 von 12 haben wir nun schon inne. Aber so viel Schaden kriege ich gar nicht mal. Aber ein bisschen zieht es schon ab. Vielleicht ist es doch ein bisschen besser, langsamer sich zu bewegen. Oder? Ja, Tatsache. Also wenn ich mich langsam bewege, kriege ich keinen Schaden. Aber das ist egal. Ich werde davon eh geheilt. So. Meine ganzen Gärts. Also ich freue mich echt tierisch hier auf diese Ödniserkundung. Das wird echt noch spannend werden. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Und mir bleibt nichts mehr anderes zu sagen, außer zu sagen, dass euch hoffentlich der Part gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Part zu Overlord 2 wieder. Und dann wünsche ich euch allen da draußen einen wunderbösen Tag. Und wir sehen uns im nächsten Part. Bis denne und ciao!